Ghost Beacon. Weiter geht's. Offscreen haben wir die Mission gemacht, den guten LW überliefert. Und das heißt, heute geht's weiter mit dieser Mission. Svenio hat rausgefunden, dass La Gringa ihr Kokain streckt und ihr seine Leute auf den Hals gehetzt. Mit dieser Mission. Genau, La Gringa finden. So, Alda ist, ich ja, sehr schön. Wir müssen Simba finden, ich meine natürlich La Gringa finden. Ja, nix Simba. So, alle, es fehlt noch eine Person. Die muss noch im Kofferraum. Genau, die kommt noch im Kofferraum jetzt. Wieder ungewöhnlich, wieder total andere Fahrsteuerung, meine ich. Formel 1, Gran Turismo, dann das hier, jedes Mal hast du eine andere Steuerung. Oh. Das ist wirklich nur Formel 1 und ja gut, Grid. Aber Grid zocke ich auch Controller. Da baue ich für Formel 1 auf. Ja, mein Lenkrad baue ich erst morgen wieder auf. Ich baue es ab. Hab's heute abgebaut. Ich habe im Monaco Qualifying gefahren. Und baue es nachher wieder auf. Vielleicht fahre ich es schaffe noch das Rennen nachher. Und dann heute Abend noch die LOC. Nee, den Frühlingscup, den fahre ich noch mit Controller. Das frage ich mich noch nicht bei anderen. Es reicht schon, wenn ich die eigenen Leute noch damit. Belästige mit meiner Lenkradfahrerei. Das stimmt. Es ist eine Umgewöhnung. Ist eine Natürlich ist das eine Umgewöhnung. Es hat auch keiner erwartet, dass das von heute auf morgen klappt. Ich habe auch eine ganze Weile gebraucht, bis ich das irgendwie mal auf die Reihe hat bekommen habe. Ich habe es dann irgendwann einfach gemacht. Und habe es dann durchgezogen. Du darfst einfach nicht aufgeben, musst einfach dranbleiben ein bisschen. Nö, ich. Samstags, sonntags fahre ich ja mit Lenkrad. Ich habe zwar ein Lenkrad für die 10, aber bin noch nicht einmal benutzt. Ah, ich will jetzt auch gar kein. Ich möchte jetzt auch gar kein teures irgendwie holen. Ich bin zu dem noch zufrieden. Vielleicht hole ich mir irgendwann mal das T300, aber. Jetzt. Ich kenne mich mit den Dingern nicht aus, da bin ich raus, was das angeht. Mir reicht das G29. Ja, mir reicht das auch. Zwar beschweren sich einige, weil das zu laut ist, weil es sehr laut ist. Das weiß ich auch. Aber trotzdem. Deswegen habe ich das bei mir abgeschalten. Ich kann aber ohne Force Feedback nicht fahren. Weg. Wir sind schon wieder verdächtig. Da ist ja nichts Neues, wa? Ach, eben. Das ist ja nichts Neues. Ja. Kev sitzt im Auto, das ist immer verdächtig. Ich hab gar nichts gemacht. Oh. Jetzt fast ein Spiel. 300 Meter, die können wir laufen. Quatsch. So. Ich höre doch immer da schon wieder ein Heli. Zack, Kevin steigt aus, zack, direkt geballert, weißt du Bescheid. Ich hab gar nichts gemacht, das war ein Heli. Der Tango ist hin. Hier stand gerade, der ist gerade bin ausgestiegen, spawnt so ein Typ vor mir. Die Drohne fliegt. Die Drohne. Ja, wo ist er? War schon wieder orange. Die Frage ist, wo ist das? Die Drohne ist. Mein Gott, was ist denn hier los? Ja. Wir haben ja gar nichts gemacht. Gott, wir sind hier schon wieder total unverdächtig. Boah, Jungs, ihr schießt nicht auf mich. Wo bin ich denn hier? Wo ist der? Da! Wir müssen da hinten.
Wie gesagt, das Problem war, ich habe das Auto geparkt, bin ausgestiegen, in dem Moment spawnt ein Gegner direkt auf der Straße. Okay. Ich hab das ganz oft bei Seven Days. Du bist unterwegs und plötzlich fällt der Zombie vor dir vom Himmel. Kommt auch immer gut. Ja. Kev, stürmt schon mal die Bude. Boah, ich mach gar nichts. Ja, stürmen ist schwierig. Hier ist so eine richtige fette Mauer. Die wissen eh, dass wir da sind. Weil jetzt schon wieder von unseren Leuten genug da drin sind. Sind die Rebellen doch dabei. Achso, die sind auch schon reingerannt. Ja, die sind schon dabei. Also daher wissen die eh, dass wir kommen. Ich will immer Muni einsammeln, aber ich bin schon längst voll. Mein Karma dieses Spiels. So. Hier runter. Hier. Wer sind Sie? Alle Seite. Wir sind Ihr Rettungstrupp, verstanden. Aber wir müssen jetzt schnell weg von hier. Ich komme nicht weit. Doch nicht so. Ich kenne jemanden. Er lebt in einem Dorf nicht weit von hier. Die Rebellen bringen ihm die Verwundeten, wenn sie können. Er holt ihn Keller. So. Kennen Sie diesen Rebellenarzt gut? Er verrät den Kartell nicht so, als sie das befürchten. Gut. Die machen ihm keine Angst. 4 Minuten. Ja. Den Nachschub habe ich schon markiert. Ja, ich will mal gucken, ob wir hier rauskommen, ne? Ja. Er brauchte Medizin und Impfstoffe. Brauchen wir ein spezielles Auto? Hier vorne steht eins. Oder wo seid denn ihr? Ja, hey. Da kann man hinten auch raus. Ja, hinten war ein Tor. Komme ich da hin, warte. Gut, das passt perfekt mit 5 Leuten. Hier war der Kofferraum, sie da vorne. Und du kommst jetzt auch noch mit, wunderbar. Es müsste eigentlich gleich hier rausgehen irgendwo, ja. Hinter dem Boden links, Markus. Direkt hier links. Ich weiß. Okay. Mein Zustand sieht nicht gut aus. 2 Minuten 50, eine Minute verloren. Kannst du nicht ein bisschen... Ne, am kurzen geht nicht, ne? Mein Gott, was jammert ihr denn da so? Alter, die jammer. Blutet. Die ist am Verbluten sozusagen. Die blutet gerade das Auto voll. Ja. So. Jetzt mal verschlichtweg ignorieren. Ja, wird doch... Verfolgen wir uns? Ja, verfolgen die. Glück gehabt hier. Ja, jetzt war gerade. Wollen wir jetzt ein bisschen zurück Gas geben oder Markus ein bisschen Gas geben, dann können wir. Oh, ruckel gerade. Die folgen uns hier hoch. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall einer an der Back geklebt. Das ist ja mit dem Lambo. Ja, den versuche ich gerade zu kriegen, aber der ist. Gott sei Dank. So, ich hoffe, dass das jetzt klappt. Ja, komm. Jetzt nicht schlapp machen, Lady. Wir sind ja gleich da. Ach Gott, da. Ich hoffe, dass das alles so jetzt klappt. Hinter, ja? Ja. Kratzer da an der Schulter. So. Der raucht jetzt erstmal gelüstig ein. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Kennen Sie die Frau? Was ist passiert? Wirklich, Doc, Sie sollten besser nicht fragen. Sie hat eine Schusswunde in der Schulter. Können Sie helfen? Sie, por supuesto. Lassen Sie sich hier. Ich kümmere mich um Sie. Wir verschaffen Ihnen Zeit, aber Sie müssen sich beeilen. Mein Bauch sagt zu Enyo, er ist noch nicht fertig mit ihr.
Okay. Oh, wir müssen wohl weiter, wa? Nee, wir müssen jetzt hier schützen. Wollte gerade sagen, wir müssen uns verstecken und schützen. Ach ja, da. So, toll. So, die Munikiste wäre super. Ja, genau, wo packst du die hier? Die Munikit wäre hier. Ja, nimm mal. Da kommen auch schon Autos. Scheiße, dass man nicht wie GTA-Annäherungsmittellänge verlegen kann. Und ein Heli. Ja. Was ist denn der Heli? Granate! Heli ist hinter uns. So. Sehr gut. Da mal ein Heli. Fahr mal ein Auto. Ey, da läuft jemand direkt. Ja, von links habe ich den Typen weg mit der Motorrad. Da kommen zwei neue Jeeps. Granate, hola putas. Granate fliegt. Nee, das. Granate aufpassen. Wie denn? Unter der Straße. Wir haben nur noch 20 Sekunden. Feind am Boden. Ich habe mal gerade nichts. Irgendwo die Munikiste. Die wird hier gerade behandelt. Ja. Ich denke, das sollte es, wenn ich's. Ja, doch, sollte es gewesen sein. Jawohl. Mein Gott, Markus, machst du heute einen auf Cowboy oder was? Ich hab ihn zuerst gar nicht erkannt. Howdy, man. So, Abflug. So. Ich nehme sie mal mit. Ich hatte das Outfit aber schon mal an. Echt? Ja. So, wir brauchen ein Auto. Oh. Haben wir ein Auto? Wir haben kein. Komm, Uschi. Jo, hier unten. Ja, irgendwie sowas. Ja, vielleicht. Yeah. Wir sollten einen nehmen, wo wir zu 5 reinpassen, ne? Ja, hier ist ein Buffel. Wir können ja auch unser. Oder das, ja. Ja. Ich hätte sonst jetzt den Wagen genommen mit dem. Den Jeep, weil mit der. Warte mal, ich nehme den Jeep und der spielt Begleitfahrzeug. Weil der ist gepanzert, ich weiß nicht, was noch kommt. Wird wahrscheinlich gar nicht gehen. So, du fährst sie gleich tot. Ich bin bewusst jetzt ein bisschen weiter, hast du nicht getroffen. Gesehen, wo sie stand. Hier, steig doch mich hier mal ein, Fräulein. Mach sie gleich platt. Ist jetzt bei euch mit drin im Auto? Ja. Okay, da helfe ich euch ein bisschen. Olle. Erstmal ein Nickerchen im Kofferraum machen, ne? Schon wieder? Mhm. Scheinbar willst du. Das Auto wollte nicht so ganz da hoch. Mit der Überraschung, du fährst eine Familienkutsche. Ja, ich fahre ja auch meine Familie hier.
Kartellantenne. Weg damit, das unterbricht ihr Netz. So. Wir sind am Treffpunkt. Übergeben wir sie Bowman, dann ist erstmal Pause. Oh, leck mich doch am Arsch. Heute nicht. Nicht? Schade. Ich bin hier schon wieder eigentlich erschossen worden. Die Antenne hier deaktivieren. Du müsstest aber, glaube ich, auch das Video hier triggern. Ja, ich komme rein. Wir auch. Das ist aber noch nichts für die Uhrzeit. Das stimmt wohl. Oder 10, vielleicht sogar 50, wenn ich mir nicht mal mehr selbst den Arsch abwischen kann. Werde ich mich freuen, an die kleinen Labringer und ihre lieben Freundinnen aus dem Knast zu denken. Ist mir egal. Ich gehe lieber in euren Knast. Auch lebenslänglich, wenn es sein muss, denn alles ist besser als Suenio. Es gibt nichts, was schlimmer ist als er. Da bin ich. Wir wurden getrennt. Schon okay. Wo waren wir? In den letzten Jahren hat das Kartell mit Hightech-U-Booten gefangen genommen, La Gringa. Experimentiert, um Drogen in die USA zu schmuggeln. Soweit wir wissen, folgen die U-Boote einem Nebenfluss zum Amazonas bis in den So. Will ich gleich weiterhören. Ich wähle mal die nächste Mission aus. Da. Und er hat alles Mögliche an Militärelektronik geordert, um seine U-Boote aufzurüsten. Wir müssen mehr über die Vorgänge in Kaimanis wissen. Besorgen Sie ja alle Infos über die U-Boote, El Cerebro und seine Forschung. Wenn Sie verwertbares Material über die U-Boot-Flotte finden, schalten Sie sie aus. Machen wir El Cerebro Druck und sehen, wie er reagiert. Vielleicht macht er einen Fehler und wir können ihn uns schnappen. Klingt gut, wir hängen uns rein. Warte mal gerade bitte hier. Nomad hier. Markus. Entschuldigen Sie die Unterbrechung. Kein Problem. In den letzten Jahren hat das Gericht mit Hightech-U-Booten als Methode experimentiert, um Drogen in die USA zu schmuggeln. Soweit wir wissen, folgen die U-Boote einem Nebenfluss zum Amazonas bis in den Atlantik. Die würde ich gerne noch deaktivieren. Dann weiter bis zur Küste von Florida. Wow, das sind ein paar tausend Meilen. Ganz genau. Der Mann, der das Programm leitet, nennt sich El Cerebro. Wir wissen so gut wie nichts über den Typ. Er soll eine Art Genie sein, ein waschechter, verrückter Wissenschaftler. Jetzt müssen wir zur nächsten Antenne. Dann machen wir das so. Elektronik geordert, um seine U-Boote aufzurüsten. Wir müssen mehr über die Vorgänge in Kaimanis wissen. Besorgen Sie mir alle Infos über die U-Boote, El Cerebro und seine Forschung. Wenn Sie verwertbares Material über die U-Boot-Flotte finden, schalten Sie sie aus. Machen wir El Cerebro Druck und sehen, wie er reagiert. Vielleicht macht er einen Fehler und wir können ihn uns schnappen. Klingt gut, wir hängen uns rein. Gut.